Herzlich willkommen zur nächsten Folge vom FIFA 16 Ultimate Team Pack Opening. Ich hoffe, euch wird es wieder gefallen. Gerne lasst ein Däumchen oben, das wäre richtig cool. Checkt gerne unsere Social Media Seiten aus. Da oben, ihr seht sie ja, da wo meine Hand hin verschwindet. Twitter, Facebook, Instagram. Das wäre richtig cool. Und ja, falls ihr es braucht, Game Keys, Game Cards, Coins und so weiter und so fort. In der Videobeschreibung ist ein Link zu unserer Homepage und dazu all unseren Partnern. Wir haben heute etwas ganz Spezielles in FIFA mal wieder. Nämlich vom 21. Oktober bis Mittwoch. Also von heute, dem 19. bis zum 21. doppelte Chance, also 2x0 für gute Spiele. Sowas wie Messi, Ronaldo, Ibra und so weiter und so fort. Und meine neue Inform ist auch mit dabei. Das heißt, die Packs sind heiß. Wir haben hier aber auch ein 50k-Pack. Das heißt, da muss doch was gehen. Und wir haben hier ein paar aktive Zuschauer, die eigentlich immer aktiv sind, im Teamspeak dabei. Wer ist denn dabei? Nicht alle auf einmal? Ich. Okay, wir haben doch keinen dabei. Weiß ja keiner. Alles klar. Dann habt ihr die Chance verpasst, für eure FIFA-Kanäle zu werben. Wir fangen mal an mit einem 50k-Pack. Ich weiß nicht. Ich glaube, macht mal so mit dem Yoshi hier das Ding hier auf. Zack. 50k-Pack. Wir haben nur eins. Es ist ein 50k-Pack. Ein einziges. Yoshi, drück die Daumen. Und mein Bester ist ein 81er. Aus dem 50k-Pack. Yay! Das ist doch schon mal richtig gut hier. Oh mein Gott. Oh. Mein Bester war Darmian. Wie auch immer er heißt. Darmian. Darmian, ja. Ist okay, der Spieler. Aber er ist fast nichts wert. Hm. Das hätte ich mir jetzt nicht so erträumt aus so einem 50k-Pack. Irgendwie hätte ich da gerne so mehr gesehen. Der Rest ist direkt Abstoßfutter. Und ja, dann machen wir hier ganz normale Goldpacks auf und hoffen, dass da was drin ist. Es ist ja doppelte Chance, was richtig Gutes zu ziehen. Yay! Buja! Und wir ziehen als Besten gerade ein 75er. Yes! So ist das gut. Wow! Lange nicht so Gutes gezogen. Ein 75er, sehr schön. Da waren die Verträge doch ein bisschen selten, ne? Ja, ich guck mal, ob wir hier so ein paar Fragen inzwischen bekommen haben. Ne, da ist nichts dabei. So. Ach Mensch. Sekunde, gucken wir mal. Ist auch nicht jeder da. Ah, okay, okay. Hast du, also der Tammo fragt, hast du was mit anderen YouTubern geplant, wie Badeschlappen, wie FIFA oder Pro-Owns oder Gamer Brothers? Aktuell aktiv nichts geplant, aber ist natürlich auch dementsprechend vorstellbar, dass man sowas macht. Falls ihr euch fragt, woher kommen jetzt diese Fragen, ich habe auf Facebook und auf Twitter, darum auch die Links da oben oder die Anzeigen, gefragt, ob ihr irgendwelche Fragen habt, die ihr stellen möchtet mit dem Hashtag AskOti. Und ja, da war die erste Frage. Also aktiv ist jetzt noch nichts geplant, aber ist natürlich sicher was vorstellbar. Was genau, weiß ich noch nicht. Muss man halt auch irgendwie Zeit dafür finden. Und sich was Gutes überlegen. Einfach so, ja, lass mal was machen. Ist mir ein bisschen blöd, ne? So, Pantilimon. Tschüss. Haben wir noch was? Kommst du irgendwann nochmal nach Hannover und machst ein Abo-Treffen? Fragt der Paul. Und, da muss ich sagen, nein. Also, wenn du da bist, nein. Nein, natürlich nicht. Also, oder doch. Also, wenn ich da mal irgendwie wieder vorbeikommen sollte, wird das sicherlich da passieren. Also meistens, egal wo wir hinkommen, werden wir auf jeden Fall irgendwie sowas machen wie Abo-Treffen, wenn da Leute in der Nähe sind, die da Bock haben, irgendwie uns zu treffen. Aber jetzt nicht irgendwie, okay, ich suche mir jetzt aus, ich fahre mal nach Timbuktu, wir treffen uns da. Alles klar. Also was natürlich sehr gut ist, zum Beispiel Gamescom, ne? Da sind ja ganz viele YouTuber und so weiter und so fort, da kann man sich auch sehr gut treffen. Da haben wir dieses Jahr auch so eine kleine Autogrammstunde gemacht. Da waren auch zwei, drei Leute da, die auch ein Autogramm wollten. Die haben gesagt, wer seid ihr? Okay. Und du schreibst trotzdem hier drauf. Ja, so in etwa war es, ne? Was ist das denn hier? Selhurst Park. Kenne ich nicht. Ist auch nicht so viel wert. Alles klar, tschüss. Ja, also ne, da, wo wir vorbeikommen, werden wir sicherlich auch mal ein Abo-Treffen machen. So wie auch die Frage vom Dominik. Der fragt, ob wir ein Abo-Treffen in
Regensburg machen. Selbe Antwort wie davor mit Hannover. So. Guten Tag. Robin Boot fragt, gab es schon mal einen Moment, wo du in FIFA am liebsten, wo du FIFA am liebsten weggeschmissen hättest? Ja, dieser Moment ist seit FIFA 16 eigentlich durchgehend da, aber man macht es ja trotzdem. Außer man spielt gegen Apollon und führt 3-0 und kriegt dann wieder 2 Tore rein, schießt dann aber nochmal 2 Tore. Ne? Ich muss nur sagen, ich muss leider gleich wieder weg und komme dann wieder, also etwas verwirrend. Aber ja, komisch, ne? Hier direkt mit in der Aufnahme kommt der... Check! Yes! In Form! Der ist echt gut eigentlich. Ich glaube, 80k oder so kostet der. 74er in Form, 75 Tempo, 84 Dribbling, 81 Schießen, 60 Defense, 83 Passen, 72 Physis. Preisvergleich bis 400k. Und er geht weg für 28. Das ist ja richtig billig, ne? 25 sehe ich hier. Also da kannst du gut mit dem traden. Ja, damit, also kann ich euch nur empfehlen, mit dem zu traden. Ne, da gibt es Idioten, die kaufen euch den bestimmt auch für 400k oder sowas ab. Also, ja. Kann passieren. Ne? Also so ein Apollon, das ist so einer, der wird das auch machen, weil der denkt, boah, ist sehr wertvoll, da trade ich jetzt mal, versuche ich mich mal hoch zu traden und kaufe den für 400k und denkt dann, ach shit, ist doch nur 28 wert, ne? Blöd. Ja. Andere Fragen von Paul werde ich jetzt einfach ignorieren, weil die blöd sind. Oh, Bender. Ja, wie konntest du... Wie konnte ich immer nur gegen dich gewinnen? Bla, bla, bla. So, noch eine Frage. Was glaubst du, wer steigt aus der zweiten Liga ab und wer steigt in die erste Liga auf? Die Frage gebe ich doch direkt weiter an mein kompetentes Team, was sich hier im Teamspeak... Ja, wir haben einen Teamspeak-Server, ts.zockeduz.de, Port 17600 oder einfach ts.zockeduz.de, Doppelpunkt 17600. Ich habe es noch nicht hingekriegt, dass man die 17600 nicht anzeigen muss oder reinschreiben muss. Also einfach ts.zockeduz.de, Doppelpunkt 17600. Und an diese Frage möchte ich natürlich an euch weitergeben. Was glaubt ihr, wer wird wohl zweite Liga auf- und absteigen? Also aus der zweiten Liga absteigen in die dritte und aufsteigen in die erste? Absteigen, ich denke mal 1860 München und aufsteigen. Weil die gerade ganz unten sind? Ja. Denke ich mal Leipzig, also jetzt nicht, ich finde Leipzig ist zwar jetzt ein Kommerzverein, aber so viel Hate haben die Spieler nicht verdient. Aha, und sie sind also, ja eigentlich aktuell relativ gut. Also wenn ihr Apollon haten möchtet, seinen Kanal, den könnt ihr direkt suchen, er ist pro Kommerz. Nein. ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass die sich da schon recht gut bisher aufgebaut haben, die Leipziger, dass die da auch Potenzial haben, aufzusteigen. So, haben wir noch irgendwas hier? Beste Spieler, den du in FIFA 16 gezogen hast? Ja, Courtois, würde ich sagen. Bisher leider nur Courtois. Leider. RV von Juve Lichtsteiner. Auch nicht schlecht. Ist leider nichts wert. Weil ja, er aber nicht über 90 Pace hat. Aber naja, mal haben oder nicht haben, das ist hier die Frage. Ne? Also der ist ja schon mal nicht so schlecht. Kann man ja gerne mal mitspielen. So, IV Westermann. HW4, der ist bestimmt 5 Millionen wert, oder? Ich guck mal, ich stell den mal rauf für Maximalbetrag. Stell ihn auf, ich kaufe ihn dir ab. 10.000, ich stell den direkt mal auf für 10.000. Nein, so viel habe ich nicht. Stell ihn für 3.900 drauf. Okay, 2.300 Startpreis. 3 Stunden, 3.900 Sofortkaufpreis. Zack. Mal gucken, wer den kauft. Bestimmt irgendein Idiot. Nein. Das darf ich nur außerhalb der Aufnahme sagen. So. Und wieder HW4. Oh. Peklack. HW4. Der Tag gehört dir. Mann, was bin ich hier für ein Monster. Wie kann man nur so viel Glück haben? Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bis dann. Ja, Wiedersehen. So, also HW4 zweimal hintereinander gezogen. Also wie viel Glück kann man denn haben? Also das ist ja einfach unglaublich, wie man den einfach nur ziehen kann. Es ist einfach krass. So, Boswinga, keine Ahnung wie der heißt. Einfach nur irgendwas hingebrabbelt, damit ich den irgendwie ausspreche. Wir machen noch so 3 Packs etwa auf. Dann war es das auch schon für diese Folge. Ich bedanke mich wieder bei euch fürs Einschalten. Wir hatten ein bisschen Packluck. Wir hatten zweimal HW4. Also was willst du da auch Besseres noch kriegen? Da
Da geht eigentlich nichts Besseres mehr, ne? Nebensächlich. Dann muss ich doch nicht weg. Also ist sehr verwirrend. Kommt da einfach immer wieder rein und raus in die Aufnahme. Man hört's auch nie. Ja, auch nicht schlecht. 3000 Coins. Also wir haben hier richtig viel Glück. Okay, da gehen noch zwei Packs. Drücken wir die Daumen, dass jetzt vielleicht nochmal Manuel Neuer in Form kommt oder so. What? Nein. Das sieht nicht aus. Das sieht nach Reinhards aus. Okay. Aber auch nichts wert. Fußballgott. Ja. Letztes Pack. Die Team der Woche ist gar nicht mal so schlecht. Letztes Pack. Oh, es ist nichts. Es ist nur Ruiz. Nur Ruiz hier zum Schluss. Leider, leider, leider. Ich stoß mal alles ab. Egal. Ich bedanke mich. Macht es gut. Ciao. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.